Ja, heute ist Samstag. Gestern war ich im Kaufland einkaufen und eben will ich die Datei auf meinen Laptop ziehen. Keine da. Anscheinend habe ich vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken oder habe nicht richtig gedrückt oder was auch immer. Jetzt habe ich extra für euch nochmal versucht, alles zusammenzusuchen. Ich hoffe, ich habe auch alles. Ja, aber ich glaube schon. Ja, ich zeige es euch jetzt dann mal. Also, es kam ein Brot mit. Das war 50% billiger. Hat noch 48 Cent gekostet. Und ist ein rustikales Landbrot. So, dann kam ein Butterbrioche mit. Da fehlt jetzt schon einer. Nadina schon einen gegessen. Ein Markknochen. Die isst sie ja so gerne. Dann habe ich mitgenommen einmal gemischtes Hackfleisch. Dann einmal eine Fleischwurst. Einmal eine Salami mit Edelschimmel umrandet. Dann eine Salami mit, was ist es, Käse? Ja, mit Hartkäse umrandet. Dann eine Schwarzwälder Rolle. Zweimal von den Buitoni-Nudeln. Das hier sind die Celentani. Die waren für 58 Cent die Buitoni im Angebot. Dann habe ich noch zweimal die Tricolore mitgenommen. Diese bunten Nudeln. Dann ein Dreier Paprika. Salatgurke. Dann war auch im Angebot klarer Bratensaft. Dann einmal Dickmann. Die waren auch im Angebot. Ja, dann diese Chips für meinen Mann, die Hot Pepperoni. Dann habe ich noch diese Chili Cheese mitgenommen. Mal gucken, wenn die scharf sind, kriegt die auch mein Mann. War auch im Angebot, mega tender. Das gleiche habe ich dann noch einmal, das war ja jetzt mit Milch. Und noch einmal so ein Packer hatte ich hier mit Schwarzwald. Mit Schwarzwälder Kirsch, genau. Da hat mein Mann halt schon angefangen zu knabbern. Klar. Kann ja nicht zum Sagen, lass das Zeug mal vorsichtshalber liegen, falls bei mir was nicht mit der Datei geklappt hat. Nee. So was fangen wir jetzt gerade an. Dann die Chocolate Chips waren auch im Angebot. Dann einmal Haribo Goldbärchen. Und die Haribo Fantasia. Zweimal ganze Nuss von Milka. War auch im Angebot. Dann habe ich so LED-Kerzen mitgenommen. Die sind für innen, sind 12 Stück, sind kabellos. Mit Fernbedienung und haben einen Timer von 6 oder 18 Stunden. Und also ich finde es toll, weil dann kannst du deinen Tannenbaum irgendwo hinstellen, musst nicht darauf achten, dass du da
irgendwie eine Steckdose in der Nähe hast oder mit Verlängerungen arbeiten oder sonst wie. Du knippst diese Kerzen dann gerade an die Zweige. Also ich finde es schön. Gucken wir mal. Und ich meine, man kann es ja auch kombinieren. Man kann ja die und trotzdem noch so eine kleinere Lichterkette rummachen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Dann habe ich noch eine kleine Lichterkette mit. Also die große hat 15 Euro, ja. 15 Euro gekostet. Und die kleine hier, die war 3 Euro. 3 oder 4. Ja, die Dina, gell? Ja. Und die hier ist auch mit Timer 6, 18 Stunden, ne? Wie man es möchte. Mit Batterien. Das sind 20 LEDs. Ja, und das war's jetzt, was ich hier habe. Ach, dann habe ich noch einen 6er-Pack Orangensaft mitgenommen und einen 6er-Pack von diesem Pink Grapefruit-Getränk. Das hatte ich beim letzten Kauflandbesuch auch mitgenommen, genau. Und das schmeckt recht gut. Ich mag das. Ja, und dann habe ich noch einen Tannenbaum mitgenommen. Da standen dort ein paar im Kaufland drin. Die waren dann schon so mit einem Holzständer unten. Nicht so groß. Also bei dem, den ich jetzt mitgenommen habe, geht die Spitze mir ungefähr bis zum Bauchnabel. Und ich habe mir gedacht, das Ding hätte eigentlich 15 Euro gekostet. Der ist aber schon am Nadeln. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich den mit, weil er war auf knapp 4 Euro reduziert. Und jetzt habe ich ihn draußen vor der Haustür stehen. Habe ihn jetzt mal von diesem Netz befreit. Und habe ihn in so eine Schale reingestellt mit Wasser. Und den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Soll er jetzt mal Wasser aufsaugen. Und ja, dann werde ich den auch draußen stehen lassen. Dann darf er neben der Haustür stehen. Ist doch auch schön, sieht schön aus. Ja, dann gucke ich mal. Werde ich ein paar Weihnachtskugeln werde ich dann noch dran hängen. Ja. Ein kleines bisschen dekorieren. Und da draußen stört es dann auch nicht, wenn er mal ein paar Nadeln verliert, meine Güte. Okay, dann habe ich jetzt alles. Ich zeige es euch natürlich dann noch. Ich mache dann noch ein Bild vom Bäumchen. Auch wenn ich ihn dann dekoriert habe. Mal gucken, ob er euch gefällt. Okay, bis später. Ciao. So sieht der kleine Mann aus. Nichts Besonderes. Keine umwerfende Schönheit. Und da seht ihr, ich habe ihn ins Wasser gestellt, weil er wirklich gut nadelt. Ja. Jetzt schmücken wir den mal. So. Jetzt habe ich ihn fertig geschmückt. Ist jetzt nicht die Welt. Das ist alles alter Baumschmuck. Die sind auch nicht mehr besonders schön, die Sachen. So beim Namen gucken, haben sie dann auch Macken. Aber das ist jetzt alles Plastik. Also falls da irgendein Tier mal nachts sich dran, habe ich zumindest keine Glasscherben hier liegen. Man weiß ja nie, was so hier kreucht und leucht. Ja. Also so ein bisschen dekoriert und ich finde, es reicht. Der arme Baum wurde auf jeden Fall nochmal gerettet. Kam nicht in den Ofen.
Aber hier vor der Tür, dafür ist er noch sehr gut. Hat er noch ein Leben bis Weihnachten? Oder kurz nach Weihnachten noch. Mal schauen, ob er sich mit dem Wasser da unten, in diesem Behälter. Das ist ja ein altes Tablett, was ich mal ausrangiert hatte. Ja, ob er sich da erholt. Gucken wir mal. Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen 4. Advent. Und feiert schön mit euren Lieben. Bis dann, eure Melanie.